Guten Morgen. Nicht erschrecken, ich habe mir gerade die Haare eingeschmaddert mit Farbe. Es ist Samstag und es ist ungelogen 7:55 Uhr und ich bin schon seit 6:30 wach oder so. Mach gerade die Wohnung und habe mir, wie gesagt, die Haare jetzt eingeschmaddert und dachte mir, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit durch meinen Tag. Wir wollten zu Primark die Sachen umtauschen. Heute Abend wahrscheinlich ins Kino und es soll wieder mega, mega heiß werden. Also mal gucken, was heute noch so Schönes auf dem Plan steht. Ich werde jetzt so in Viertelstunde meine Haare durchwaschen, duschen gehen und dann mich ein bisschen kultivieren. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Video und dann sehen wir uns gleich. Wir waren jetzt im Primark, haben die Sachen zurückgegeben und es hat echt komplikationslos funktioniert. Das Einzige, was ihr, wenn ihr mal Sachen zurückgebt, bei Primark beachten müsst, ihr müsst immer diese Etiketten dran kleben lassen. Und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt die Sachen zurückgegeben und habe mir komplett neue Sachen ausgesucht. Und im Endeffekt haben wir jetzt bloß 11 Euro dazu bezahlt. Ja. Und dann fahren wir jetzt erstmal einkaufen und heute Abend wollen wir noch im Kino. Ich bin total überbelichtet. Na toll, und wenn das nicht passt, kannst du nicht mehr umtauschen. Schatz, das ist eine Einheitsgröße. So, ich gehe jetzt noch das Parkticket entwerten, welches ich überfahren werde. Und dann werden wir einkaufen fahren, wie gesagt. Und ich habe mir heute, es ist so mega warm, schon wieder mega schwül, einfach nur einen Top übergezogen und nur Shorts. Und meine Haare hatte ich ja vorhin noch gemacht. Boah. Und dann werde ich nachher noch ein paar Videos drehen. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das Parkticket noch finde. Ich muss euch mal kurz ausmachen. Wie stör dich jetzt hier nicht mit meinen Armen? Nee, aber willst du den Basecap aufsetzen? So, was ist denn das? Hinter dir auf dem. Ja, da muss ich meine Haare noch hoch. Kannst du auch Größe anpassen. Wo ist ein Parkticket jetzt? Hier. Trägst du das immer so oder so? Normal. So? Ja. Du hast ja einen breiten Schädel. Nee, ich hab die Mütze auch nicht richtig aufgesetzt, Schatz. Aber das steht mir nicht. So, was sagt ihr? Steht mir das Cappy oder nicht? Könnt ihr mal unten reinschreiben, was ihr denkt. Steht mir das Cappy oder eher nicht? Ich bin noch unschlüssig. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil ich nicht gewöhnt bin. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass wir die Sachen umgetauscht bekommen haben. Und das ist der Einkauf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es sind jetzt mehr Klamotten drin als zuvor. Keine Ahnung. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr quasi so ein Update haben möchtet zu dem Primark Haul. Also die Sachen, die ich jetzt danach noch gekauft habe, weil ja so viel zurückgegangen ist. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe eine Sache nachgekauft von den Sachen, die ich zuvor gekauft hatte. Ansonsten habe ich völlig andere Klamotten gekauft. Schreibt mir mal unten rein, ob ihr quasi ein Update dazu haben möchtet. Dann filme ich euch die Sachen mal ab. Und da klingelt meine Mama. Was denn? Was hast du denn? Wo ist denn mein Engel? Du hast nicht geantwortet. Ich habe gehört, dass du gerufen hast, aber ich konnte es nicht einordnen. Ich wollte gerade noch was filmen, aber ich dachte, wenn ich jetzt quatsche, dann denkst du, ich rede mit dir. Und deswegen habe ich die Tür zugemacht. Eigentlich haben sie Unwetterwarnungen angesagt. Wir lassen uns mal überraschen. Denn wir wollten nachher noch ins Kino fahren. Oh, wie unhöflich. Ins Kino fahren. Aber wenn es natürlich aus Eimern schüttet und gewittert und stürmt und hagelt, dann fahren wir natürlich nicht. Aber bis jetzt hält sich das Wetter ja noch ganz gut. Ich muss euch nachher mal die Story von unserem heutigen Tag erzählen, die uns so ein bisschen, ja, mir hat es einen Schrecken eingejagt. Also vorhin in Berlin. Morgen gehen wir übrigens auf die Fan... Auf die Fanmeile? Das war falsch. Wir gehen nicht auf die Fanmeile, auf unsere Fanmeile. Wir gehen bei uns in Potsdam an Luisenplatz. Public Viewing machen wir morgen mit Josi und mit Josi Schatzi. Wir gucken Fußball draußen. Und da freue ich mich schon total drauf. Das wird bestimmt lustig. Da holen wir uns eine Molle. Hä? Ja, du, aber ich nicht. Wir? Nein. Schatzi holt sich nämlich einen neuen Monitor, weil er streamt jetzt. Über Twitch, nennt man das so? Mhm.
über Twitch. Ich kann euch ja mal seinen Namen unten in die Infobox reinschreiben, falls ihr mal Lust habt, bei ihm zuzugucken. Was spielst du da? Rainbow Six Siege, Dead by Daylight, Overwatch. Immer was anderes? CSGO, das ist immer unterschiedlich, kommt auf die Lust drauf an, ne? Okay, also Dead by Daylight oder so, das sagt mir was. Das ist neuerdings ganz oft, höre ich das. Das ist total gehypt, das Spiel. Ja. Das ist auch mega geil, also. Ist das ab 18? Wahrscheinlich, doch, das ich habe das letztens gesehen, dass du das ist mit dem Kind. So. Ja. Ich dachte, das ist ja nicht schnell. Nein. Das ist, glaube ich, FSK 18, ja. Aber zu mir meinte letztens, nicht letztens, schon ein bisschen länger her, jemand, ich sollte doch auch mal CSGO spielen, einfach um so Aggression abzubauen. Ja, also man kann da sehr gut Aggression abbauen, wenn man das Spiel kann. Wenn man es nicht kann, wird man da vermutlich einfach noch aggressiver, als man vorher schon ist. Aber da gibt es halt echt viele, viele Cheater. Und aber die gibt es doch wahrscheinlich überall. Und Kinder auch, ganz schlimm, ey. Da fragt mich immer, Mann, Leute, ihr könnt doch keine 12-Jährigen CSGO spielen lassen oder sonst irgendwas. Aber gut, das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Eltern. Nee, du kannst dich dann um unser Kind später. Ja, ja, das dauert ja. Wie er es wegschiebt. Ja, ja. Was ich euch erzählen wollte, jedenfalls waren wir vorhin, ich stelle das mal hier ab, vorhin bei Primark und sind auf dem Rückweg und dann ist ein älterer Mann, lass den so 70 gewesen sein, umgefallen. Es ist mega heiß heute, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es sind 35 Grad oder so. Umgefallen und dann sind halt gleich zwei Damen hingelaufen und auch ein jüngerer Mann und wollten ihm helfen und Benny dann so, ja, wollen wir da lieber hingehen, falls der irgendwie sich verletzt hat und ich so, okay. Und dann sind wir mit dem Auto dahin, sind rechts rangefahren und haben dem halt geholfen, sind hin. Er wurde ja quasi schon erst versorgt, aber wir sind halt trotzdem hin, weil man weiß ja nicht, ob er irgendwelche Schürfverletzungen hat oder an der Stirn sich verletzt hat oder so. Also dehydriert, also er hatte auf jeden Fall wenig Flüssigkeit zu sich genommen, war er auf jeden Fall. Und dann sind wir da halt hin und haben geholfen, haben gesagt, naja, Beine erstmal hoch, lasst mal hinlegen. Mussten natürlich jetzt erstmal auf die Straße, also nicht auf die Straße, auf dem Fußgängerweg platzieren, aber erstmal hochlagern, dass der Kreislauf einfach wieder ein bisschen in Schwung kommt. Und kurz bevor wir ihn hinlegen wollten, ist er dann halt das zweite Mal umgekippt und war so richtig bewusstlos. Also er war wirklich so ein paar Sekunden weg. Und dann haben wir halt gleich einen RTW gerufen. Und ja, der kam dann auch relativ schnell. Also sie waren wirklich innerhalb von, lass mich nicht lügen, 5 Minuten da. So wie Schatzi, der ist auch schon wieder da. Und dann war er halt Gott sei Dank in ziemlich guter Obhut. Die haben ihn auch gleich auf so einen Stuhl gesetzt und so. Und dann konnte er losfahren und wurde halt medizinisch vernünftig betreut. Ja. Also er hat sich nicht irgendwie jetzt, haben wir jetzt nicht gesehen, irgendwie, dass er sich wirklich verletzt hat oder so. War halt einfach nur, sagen wir mal, dehydriert. Also er hat wirklich wenig Flüssigkeit. Entschuldigung. Boah, ich muss das Auto schnell starten, es ist so warm. Wenig Flüssigkeit zu sich genommen gehabt. Aber es war halt ganz gut, dass man da hingefahren ist und ihm auch geholfen hat. Es waren ja schon welche da, aber trotzdem. Aber da muss man echt ein Lob an Schatzi aussprechen. Der ist wirklich immer so, egal was ist, wenn man ein Auto rechts sieht, was ein Platten oder wo Leute Hilfe benötigen könnten. Wenn man das sieht oder so, Schatzi ist immer da und fährt immer rechts ran und hilft und fragt. Und also, ja. Ich bin einfach so Schwiegermuttersliebling. Ja, das stimmt. Das ist wirklich everybody's darling. Irgendwie kommt jeder mit ihm klar und überhaupt jeder mag ihn. Mich nicht. Mich hassen sie. Mich hassen. Nee, aber ich als Frau halt nicht an, weil ich auch einfach auch dann Angst habe. Wenn du dabei bist, ist es was anderes. Aber, oder wenn jemand umfällt, klar, dann gehe ich auch hin. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht auf der Autobahn irgendwo anhalten, wenn da ein Mann wäre oder so. Da, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wir hatten heute eine gute Tat, haben ihm geholfen und er ist in guter Obhut. Und ja, es war aber auch mega heiß, muss man echt dazu sagen. Es ist ja immer noch mega heiß. Jeden Tag eine gute Tat. Und Mädels und Jungs, wenn ihr sowas seht, nicht einfach blöd gucken und vorbeilaufen. Wenigstens fragen, ob noch Hilfe benötigt wird. Das hat eine einzige Frau gemacht, ist angehalten und hat gefragt, können wir irgendwie noch helfen oder kann ich noch helfen? Alle anderen haben gegafft und sind vorbeigelaufen. Ich hasse es, wirklich. Ich hasse es. Auch so bei Unfällen oder so. Ja. Das war unsere gute Tat heute. Oh mein Gott. Also wäre ich ihr, ich würde mich auch erschrecken.
Ich war gerade ein bisschen baden und dachte mir, ich lege mir eine Maske auf, denn die habe ich zugeschickt bekommen. Ich bin bei so einem, in so einem Blogger-Kartell angemeldet und da kriege ich manchmal so eine Sachen zugeschickt, Kleinigkeiten. Und zwar habe ich da die Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske zugeschickt bekommen. Oh, und die ist zu groß für mein Gesicht. Und ich verlinke euch das mal unten in die Infobox. Da könnt ihr euch nämlich auch anmelden, glaube ich. Da kann sich, glaube ich, jeder anmelden. Und bevor wir nachher ins Kino fahren, dachte ich mir, kleide ich mir hier so eine Maske auf. Und das ist die... Oh Gott. Ich lege euch mal hier ab. Die intensiv feuchtigkeitsspendende und belebende Maske verleiht frische, strahlende Haut, glättet feine Linien und einfach anzuwenden. So. Die habe ich zugeschickt bekommen und die habe ich mir jetzt aufgepackt. Und wie lange lässt man die drauf? Nein. Ach doch. Ich habe es doch richtig gemacht. Da ist nämlich so eine blaue Maske auch noch drunter gewesen. Und ich wusste nicht, was das für eine scheiß Maske ist. Das, die macht man aber ab. So eine Schutzfolie. Und jetzt dachte ich erst, oh mein Gott, ich habe es vergessen draufzulassen. Hat sie aber nicht. Dann war ich gerade noch ein bisschen baden. Bevor es ins Kino geht, habe ich gedacht, ich mache noch ein bisschen Beauty. Und zwar habe ich basische Naturpflege zugeschickt bekommen. Und zwar bestehend aus einmal Badesalz. Das ist das. Das habe ich gerade in meine Badewanne mit reingegeben. Das kann man sowohl fürs Baden benutzen oder halt für ein Fußbad oder für Wickel. Dafür kann man es auch nehmen. Stand auf jeden Fall hier hinten drauf. Ja. Für ein Vollbad 3-4 Esslöffel, für einen Sitz- oder Fußbad einen Esslöffel und für einen Wickel auf einen Liter einen Teelöffel. Dann habe ich noch eine Gesichtscreme zugeschickt bekommen mit Nachtkerzenöl, das ist die. Und eine basische Handseife. Das ist die. Das Badesalz habe ich schon benutzt, gerade eben für die Badewanne. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt daran schnuppere, es riecht so mega natürlich. Also wirklich nicht irgendwie krass süß oder so. Man merkt einfach, dass da natürliche Inhaltsstoffe sind. Das ist alles... ohne irgendwelche Konservierungsstoffe ist. Und es ist ja einfach so mega viel drin. Und ich muss bloß 3-4 Esslöffel dazu geben. Was halt diese basische Körperpflege so mega attraktiv macht, ist halt einfach, dass es wirklich ohne Konservierungsstoffe ist. Dass es die Haut schützt, ohne zu verschließen. Enthält keine tierischen Produkte. Was ich auch gelesen habe, ist halt das Anwendungsspektrum. Das ist halt mega breit. Gerade so für allergische Hautreaktionen oder bei Juckreiz, Akne. Also ich habe jetzt nichts für die Haut dabei an sich, sondern nur fürs Gesicht. Die Gesichtspflege werde ich mir gleich mal aufgeben. Ich habe mich jetzt mal hierhin gesetzt, weil es im Wohnzimmer einfach viel zu warm ist. Und ich habe ja die Rollos zu und ja, deswegen habe ich mich hier hingesetzt. Ich habe jetzt die Maske wieder abgemacht, sodass es einigermaßen ein ansehnlicher Anblick sein sollte. Und ich muss sagen, zu der Tuchmaske, die finde ich mega gut, die erfrischt. Sie hat natürlich danach so ein bisschen einen Schleier, der noch drauf ist. Aber gut, vielleicht habe ich es auch einfach zu früh abgezogen, ich weiß es nicht. Ich verlinke euch das unten in die Infobox, vielleicht möchte sich der ein oder andere da auch anmelden. Das sind also Sachen, die jeder normale Mensch zugeschickt bekommt. Wenn ihr da euch anmeldet, dann... gibt es immer mal Sachen zum Probieren. Das sind jetzt keine großen Pakete oder so. Aber letztens war es das Garnier Reinigungswasser. Und das finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Also von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Sachen. Dann habe ich mir diese Gesichtspflege aufgegeben. Die basische Gesichtscreme mit Nachtkerzenöl. Und hinten steht drauf, dass es eine Tages- und eine Nachtpflege ist. Und ich habe sie jetzt das erste Mal benutzt. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass sie ein bisschen dickflüssiger ist. Was ich aber, glaube ich, nicht so schlecht finde, gerade so für die Nacht. Ich guck mal, ob ihr da was sehen könnt. Es ist sehr viel drin, es sind 50 Milliliter. Und ich muss sagen, dass sie sich sehr schön auftragen lässt. Man hat danach auch ein wirklich pflegendes Gefühl. Und ich muss sagen, es riecht mega angenehm. Also bei manchen Cremes, das sage ich wirklich in jedem Video, wenn es angenehm oder nicht angenehm riecht, weil ich einfach an jedem Scheiß riechen muss, ist, dass es wirklich einen sehr, sehr schönen Duft hat.
Und das finde ich halt auch wichtig. Das ist halt wirklich Naturkosmetik. Es ist alles vegan. Es sind keine Konservierungsstoffe drin. Es ist 100% Naturkosmetik. Und ich glaube, die meisten von euch werden diesen Säure-Basis-Haushalt kennen. Ansonsten verlinke ich euch unten was in der Infobox, sodass ihr euch mal ein bisschen durchlesen könnt, was das denn mit dem Basehaushalt auf sich hat, warum man denn basische Körperpflege benutzen sollte, kann, darf oder was, warum es nicht ganz so schlecht ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ja meine Körperpflege gefunden, meine perfekte. Von daher ist es immer ziemlich schwierig, mich zu überzeugen, neue Sachen zu probieren. Aber ich google halt immer vorher, wirklich Google ist mein bester Freund, bevor ich irgendwas benutze, ob es gut ist oder schlecht. Und da habe ich wirklich nur positive Sachen gefunden, weil halt wirklich nur gute Sachen drin sind und von daher war ich so neugierig und musste es heute alles gleich ausprobieren. Und mit diesem Badesalz, das fand ich auch mega gut und vor allen Dingen, weil es so individuell einsetzbar ist. Bei der Handseife habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, da bin ich genauso gespannt, aber ich werde mal dran schnuppern und die einfach meinem Freund dann hinstellen, der wird sich wundern. Oh, also die riecht wirklich mega gut. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil die meisten Sachen ja eher neutral riechen. Aber das riecht echt unnormal gut. Ich muss mal gucken, ob drauf steht, was drin ist. Mit Limette. Okay. Das hätte man vielleicht vorher lesen sollen. Dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich es zugeschickt bekommen habe. Und ich verlinke euch alles unten in die Infobox. Ich habe euch hier immer mal so ein bisschen was eingeblendet, sodass ihr auf jeden Fall wisst, was das genau ist, wofür es gut ist. Es gibt auch andere Sachen. Es gibt auch Bodylotion, habe ich gesehen. Das finde ich natürlich auch cool. Das hätte ich auch gerne gehabt. Und für die Haare was. Aber das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil ich ja ein bisschen koloriertes Haar habe. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall werde ich, wenn es mich weiterhin überzeugt, in meinem nächsten Favoritenvideo zeigen. Und ich glaube, Badesalz und so, damit kann man nie was falsch machen. Das kann man immer gebrauchen, denke ich auf jeden Fall. Ja, alles Wichtige steht unten in der Infobox. Wenn Fragen sind, einfach kontaktieren. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Und dann werde ich mich jetzt gleich mal ein bisschen fertig machen, weil wir ja noch ins Kino wollen. Und hier ist mein Mikrofon noch an. Eigentlich wollte ich heute drehen, aber es ist viel zu warm. Wir sind jetzt im Kino angekommen und haben jetzt unsere Tickets. Die sehen echt lustig aus. Also durch Berlin fahren ist echt eine Katastrophe. Für mich ist das nichts. Das ist nichts für meine Nerven. Geht, ja. Warum sind wir hier in Neukölln oder so? In Neukölln, ja. Hier waren wir auch noch nie, oder? Ja, nee, wir waren weder hier noch nie. Und wir stehen echt mega geil auf einem mega geilen Parkplatz. Das ist, wir wissen nicht mal, ob das ein Parkplatz ist. Jetzt holen wir uns gleich noch Popcorn und was zu trinken. Und ja. Achso, ich habe euch gar nicht gesagt, welchen Film wir gucken. Wir gucken The Conjuring 2. Ja, ich habe den Trailer letztens schon geguckt. Ich wollte ihn nämlich eigentlich mit einer Freundin gucken, mit Ulrikchen. Aber Ulrikchen hat sich in die Hosen geschissen. Ja. So, wir sind jetzt im Kino drin und ich zeige euch mal unsere Riesenportion Popcorn. Ich glaube, Schatz ist nicht gut drauf. Jetzt aus dem Kino raus. Ich wollte mich nur für heute noch verabschieden und ich wollte euch mal zeigen, dass ich eine ganz Schlaue bin. Wartet. Mir ist das ganze Popcorn ausgekippt während der Fahrt. Oh Mann. Schatzi hat auch schon geguckt, man muss sich wohl mit dem Staubsauger hier mal drüber gehen. Ja, wie der Film letztendlich war, erzähle ich euch mal morgen. Ich habe Augenringe bis hier unten, es ist 11:30 wirklich. Ich zeige euch das. Und ich bin einfach nur noch müde, ich will einfach nur noch ins Bett. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen. So, ich wollte jetzt den Vlog nur noch mal vernünftig beenden. Ich habe das gestern Abend nicht mehr gemacht, weil es einfach schon viel zu spät war, nachdem ich das ganze Popcorn im Auto verschüttet hatte. Und eigentlich habe ich überlegt, ob ich heute noch vlogge, aber es wäre einfach viel zu lang gewesen. Der Vlog ist jetzt schon fast 20 Minuten lang und dann auch einen heutigen Tag ist ein bisschen viel. Was ich zum Film sagen muss, ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Er ist ein bisschen langatmig, man hätte ihn ein bisschen kürzer fassen können und manchmal ein bisschen überspitzt. Aber wer auf Horrorfilme steht, sollte sich den zweiten Teil auf jeden Fall anschauen.
Ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich würde mich über Kommentare riesig freuen und ein Däumchen nach oben. Oder wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dass ihr das einfach macht, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann werde ich das Video jetzt zu Ende schneiden. Wie gesagt, ich wollte mich nur noch mal vernünftig verabschieden. Und es ist laut in einer Großstadt. Dann wünsche ich euch einen traumhaft schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra. Tschüssi!